Das folgende Video ist für Personen unter 18 Jahren nicht geeignet. Willkommen, mein Name ist Abraham Okkult, Voodoo-Flüche und schwarze Magie. In der Tat kommt jetzt jedem eine rage Vorstellung, die man aus den Medien kennt. Zauberei in Afrika ist immer noch so präsent wie noch nie zuvor. Tanzen Voodoo-Meister oder auch besessene Personen, die sich auf dem Boden hin und her rollen. Die Praktizierung bezieht sich auf Flüche, Zauberei und mächtige Voodoo-Puppen. Ich gebe dir jetzt die Möglichkeit, hinter der Fassade des Wahnsinns zu schauen, eine andere spirituelle Seite der schwarzen Kunst zu spüren. Ich zeige euch 5 gruselige Videos, die sich auf die schwarze Voodoo-Kunst beziehen. Und das alles auf Wunsch eines Abonnenten. Ich danke euch für eure aktive Präsenz. Ich bin schon jetzt auf eure Meinung über das Video sehr gespannt. Direkt im ersten Video sehen wir eine junge Frau, die sich wie im Trance schüttelt. Das Video wurde im November 2009 in Lateinamerika hochgeladen. Wir werden Zeuge eines Voodoo-Rituales. Bei einer hohen Wahrscheinlichkeit ist die Frau mit Rauschmitteln vollgepumpt. Durch die Trommeln und den benebelten Zustand schafft sie sich, in die eigene Zunge zu beißen. Wenn du die Chance hättest, persönlich dabei zu sein, wie würdest du reagieren? Als Tourist hast du die Möglichkeit, in Haiti bei einem Voodoo-Ritual dabei zu sein. Dieser Mann, der auf den Boden kriecht, wurde laut der Zuschauer von einem Geist besetzt. Er lässt ihm keine Ruhe und zwingt ihn, durchgehend alte Kinderlieder zu singen. Tieropfer haben bei Voodoo-Ritualen schon immer eine sehr große Rolle gespielt. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Priester und die Priesterinnen blutrünstig sind. Sie benötigen lediglich die Energie der Tiere, die beim Sterben frei wird, um mit Tiergeistern in Verbindung zu treten. Das Fleisch der Opfertiere wird meistens gegessen. Für dich persönlich, ist es Religion oder einfach Tierquälerei? Voodoo-Puppen sollen Geister erreichen. Die Geschichte der Puppen ist sehr kompliziert. So viel vorneweg, es gibt sie nicht nur, um Nadeln hineinzustechen. Eigentlich symbolisiert die Puppe keine andere Person. Dazu braucht es noch andere Dinge, wie zum Beispiel eine Haarlocke. Die Sklaven stellten Puppen her, die ihre Götter darstellen sollten. Da es ihnen verboten war, ihre eigene Gottheit zu haben, gaben sie ihnen Aussehen wie von Menschen, die bei verschiedenen Zeremonien als göttliche Symbole eingesetzt worden sind. Voodoo-Priester und die Macht. In Hollywood-Filmen wird es gerne so dargestellt, als hätten Voodoo-Priester und Priesterinnen eine enorme Macht über andere Menschen. Es ist eher das Gegenteil. Weltweit gibt es 60.000 Voodoo-Priester. Diese betrachten sich selbst als Diener der Geister. Sie müssen lange lernen, bevor sie in der Lage sind, ein Ritual durchzuführen, bei dem sie mit den Geistern in Berührung kommen. Das Ritual der Geisterbeschwörung ist kompliziert und anstrengend. Ein Spirit verlässt den Körper, ein anderer nimmt seinen Platz ein. Als Oberpriester galt Max Bevoa. Er starb im September 2015 auf Haiti. Am Ende angelangt, hoffe ich, hast du eine neue Erfahrung gesammelt. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da oder abonniere mich, um nichts mehr zu verpassen. Das war's, euer Abraham Okkult.